Oh yeah, Nintendo Presents. Snake, Rattle and Roll, yippie! Ja, unser neues Projekt hier, was heißt unseres? Mein neues Projekt, das ich anfange, heute mal alleine. Und zwar für das Nintendo Entertainment System. Ja, Snake, Rattle and Roll ist ein Spiel, oh, das ist so geil. Wir sind Rattle und man kann es auch zu zweit spielen mit Roll. Also im Zweispieler-Modus. Ich habe mich entschlossen, es einfach mal alleine zu spielen. Aber es macht so viel Spaß zu zweit. Ha, ich habe jetzt aber keinen Teamgefährten gerade an meiner Seite. Und dachte, naja, die stören mich alle. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe gedacht, einfach mal, jo, ein Player, um alles zu zeigen. Kann man zu zweit auch, egal. Auf jeden Fall ist das Spiel für das Nintendo Entertainment System, wie ich schon gesagt habe. So wie damals Duckwing Duck, wie ich gesagt habe. Und man sieht, 1989 ist dieses Spiel erschienen. Lizenziert von Nintendo. Und ja, wir fangen gleich mal an. Wir sind diese super tolle Schlange hier. Juhu. Und unten links sehen wir schon, wir haben zwei Leben. Null zählt auch, also drei. Schwupp. Das komische Teil, was ich gerade eingesammelt habe, das ist eine Zunge. Wir können hier so ein bisschen was, ja, abschlabbern. Wurm. Und ja, das Spiel besteht eigentlich nur daraus, schwupp, so eine Dinger hier aufzumampfen und Punkte zu holen. Und möglichst weit zu kommen. Ja, das hört sich jetzt so einfach an. Ist es aber gar nicht unbedingt. Oh Gott, das war so ein Hai hier. Diese komischen Dinger da. Die Teile hier. So, Schatten. Wusch und bam. Wir können einmal getroffen werden. Beim zweiten Mal sind wir raus. Dann haben wir ja die Arschkarte gezogen. So. So, das sind komische Bomben hier. So getarnte Mampfkugeln. Oh, ich weiß echt nicht, wie ich die aussprechen soll. Das sind so eine... Die Dinger heißen ganz komisch. Jingli Billy, irgendwie sowas. Jingli Bengli oder ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und bam, okay. Wenn man genug gefressen hat, geht man nicht ganz so schnell tot. Ja, ich werde bestimmt des Weiteren oder des Öfteren tot gehen. Aber ich hoffe, ich gehe nicht Game Over. Eigentlich kann ich das Spiel ganz gut. Ich habe es auch schon öfter durchgespielt. Deswegen kein Blind Let's Play. Und ja, was kann ich dir sonst noch sagen? Mensch, es macht richtig viel Spaß. Zu zweit macht es wirklich noch mehr Spaß. Schwupp, Mampf, Mampf, Mampf. Und ich werde einfach mal alle Levels erzählen und zeigen und alle Tricks, die es in diesem Spiel gibt. Mampf. Hm. So, und ja, unten sehen wir noch die Zeit. 46 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das Sekunden sind, aber kein Problem. Man kann auch Levels überspringen. Das werde ich in dem Fall noch nicht machen. Mampf. So, oben da sehen wir gerade, gibt es noch eine Uhr da oben. Schwupp, da muss man noch hochspringen. Mache ich jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt auch nicht so ein Schraubeding da. Ist cooler damit. Ja, ich gehe mal weiter. Wir haben hier gleich, schwupp, da, so einen fetten Schuh. Müssen wir mit der Zunge drauf kloppen. Und dann kommt da so ein extra Leben raus. Manchmal können das auch Bomben sein. Und, ah ja, voll geil. Ups, jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Oh Mann. So. Jetzt haben wir drei extra Leben, coole Sache. So, und wir haben genug gemampft, wenn, ja, wir auf diese Waage gehen hier und die piept. Ja, in dem Fall noch nicht so, war eben schon. Das kann man sehen, indem man hier diesen schönen Schwanz, den wir da hinten haben, anfängt zu blinken. Jetzt ist es gerade passiert, ey, coole Sache. Mal ein richtig vernünftiger Vorführeffekt. Oh, kommt so selten vor. Aber, gut, zeige ich gleich mal. So, den nehmen wir hier noch mit. Schwimmt mal drauf. Und dann haben wir so ein Ziel. So, jetzt haben wir hier auch kaum Zeit noch. Und müssen einfach in das Ziel rein. Und schwupp, dann gibt das extra Punkte. Und das Level ist geschafft. Fantastic. Level 1 komplett. So, und jetzt sieht man, was wir hier alles gemampft haben. Oh, wir waren richtig fleißig. Haben mir aber extra viel Zeit gelassen dafür. Und ja, geht natürlich schön auf die Punkte immer. Also jeder Jiggly, Biggly. Och, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wie dieses Ding heißt. So eine komische Kugel, sagen wir es einfach mal so. Gibt ordentlich Punkte. So, jetzt geht's gleich hier in Level 2. Also das Let's Play wird recht kurz. Sind nämlich nicht so viele Levels. So, ich möchte jetzt hier auch nicht unbedingt hochspringen. Die Zunge mitnehmen, weil ich möchte noch nicht so schnell abkratzen. Und ich weiß ganz genau, dass ich in den späteren Levels so oft abkratzen werde. Deswegen verzeiht mir das. So. Vielleicht können wir später nochmal einsammeln. So. Ja, alles kein Problem. So, jetzt gehen wir mal weiter hier. Ah, das Spiel ist eines der, ich weiß gar nicht,
kompliziertesten oder schwersten, anspruchsvollsten, sagen wir es so, Spiele für das Nintendo Entertainment System. Es ist auch wirklich gar nicht so leicht. Und ja, ist schön. So, wow. Schnell. Ah, jetzt haben wir hier so ein komisches Kreiselding da. Schupp, damit sind wir noch schneller. Da können wir auch daneben, um da oben diese Zunge zu bekommen. Aber ja, ich weiß gar nicht. Ich mag es persönlich gar nicht so, wenn man so eine riesen Zunge hat. So, die reicht eigentlich schon, um diese Teile aufzumampfen. Schupp. Ja, wir gehen mal weiter einfach. Hier ist noch so ein bisschen Zeug. Da ist ein extra Leben. Ah, das hätte ich natürlich jetzt holen können. Verdammt. Okay, hier normalerweise hoch. Schwupp. Aber aufpassen übrigens auf diese Zacken, die machen einen tot. Also hier so hoch, schwupp. Und dann noch einen höher. Geht jetzt in dem Fall nicht. Ja, ein bisschen blöd. Verdammt. Ja, gut. War nicht so geil. So, dann haben wir hier so eine komischen, ja, Warp-Röhren, Bonus-Levels, kann man sagen. Schwupp. Da läuft keine Zeit, da laufen hier nur diese Teile zu und wir können die alle aufmampfen. So, und die helfen natürlich auch für unseren Schwanz hinten. Ja, dass der wächst. So, ging gleich weiter hier. Ich weiß nämlich, wie lang das Level noch ist. So, dann haben wir hier noch so einen schönen Diamanten, das ist man so ein bisschen unsichtbar. Kann man später durch so verschiedene Glasscheiben so laufen und Gegner sind wir auch unsichtbar. Schwupp. Den nehmen wir mit. Schwupp, das extra Leben nehmen wir auch mit. Ah, sehr schön. So, und unser Ziel ist es halt immer, das Level zu bestehen und, aufpassen, so, hier so einen Pilzplatz machen, schwupp, auf diese Waage zu kommen, dann öffnet sich das Tor da hinten und wir können wieder rein. So, hoho. Oben da sieht man schon, sind teilweise schon die nächsten Levels. Ja, kann man ignorieren. So, und haben wir jetzt alles? Ach, wir gehen einfach rein. So. Völlig egal. Brillant. Level 2 ist abgeschlossen. Boah. Und ja, Level 2 ist abgeschlossen. Wir, oder ich, mache einen kleinen Cut hier an dieser Stelle. Beende den Part einmal. Und wir sehen uns dann im nächsten. Bei Schwupp. Hold. Ist übrigens Pause. Spiel gibt es auch nur auf Englisch. Ah, ich werde zu dem Spiel noch einiges erzählen können. Ja, mache eine kleine Pause. Habe hoffentlich genug schon mal gezeigt, so am Anfang. Wie gesagt, Tricks und so bin ich jetzt schon teilweise an welchen vorbeigelaufen, aber dadurch überspringen wir einige Levels und das ist ein bisschen blöd. Zeige ich dann später nochmal. Also, macht es gut und bis zum nächsten Part dann. Reingehauen!